Moin Moin, ihr geilen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wer bietet mehr? Heute mit Christian, hallo. Brammen und Sebastian. Und es gibt wieder drei Kategorien und 30 Stück müssen in jeder Kategorie diesmal tatsächlich auch gesucht werden. Und die erste Kategorie ist 30 Länder mit den meisten Besuchern zum letzten ermittelbaren Zeitpunkt. Das bedeutet quasi auf Deutsch Reiseziele. So, was sind die beliebtesten Reiseziele, also sozusagen? Was, beziehungsweise, was benutzt die weltweit? Was benutzt weltweit die meisten, wie nennt man das? Touristen. Was hat weltweit die meisten Touristen? Welches Land? Boah, in der Türkei sind genau, also viele reingekommen. Nicht die Deutschen, wo die hinfahren, sondern, Folgende Listen geben Überblick über die Indikatoren des internationalen Reiseverkehrs, wie Besucherzahlen von Ländern und Regionen, sowie den Einnahmenausgaben aus diesem. Alle Zahlen stammen von der Weltorganisation für Tourismus, einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Da gibt es einen Wikipedia-Eintrag zu und krass. Da gibt es quasi dann, wenn ich das richtig sehe, ist es meistens das Jahr 2017, wo die letzten Zahlen herkommen. Aber es gibt halt auch mal in der Liste, die gesamte Top 30 Liste ist quasi aus 2017. Okay. Ja. Fragen? Dann bin ich ja mal gespannt. Irgendwelche speziellen Fragen? Nö. Okay, nicht. Ganze Welt ist möglich. Dann, let's go. Wakanda gibt es nicht wirklich, oder? Nee, Wakanda gibt es nicht. Wakanda ist mit dabei. Wer weiß, ich kann mal gucken, ob Wakanda da ist. Ja. Ist kein Wakanda, nee. USA. So, wie gehst du daran? Ja, also wir hatten ja schon mal irgendwann so eine ähnliche Frage mit, ich glaube, wer hatte in irgendeinem Jahr die meisten Touristen oder so? Wobei, ich glaube, da ging es dann irgendwie auch um die Urlaubsorte. Ja. Deswegen gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass solche Länder dabei sein werden wie Frankreich. Oder Frankreich, also ich meine Frankreich auf der 1 und deswegen habe ich Frankreich wieder auf die 1 gesetzt. Das Übliche bei so Ländergeschichten, bin ich ganz ehrlich, nimmt man natürlich so ein bisschen so die großen Industriestaaten, weißt du, sowas wie USA oder Japan oder. Okay, ist jetzt keine große Industriestadt, aber China wäre für mich dabei. Oder so die typischen Urlaubsorte, Spanien, Griechenland, so aus deutscher Sicht gesehen, vielleicht noch Kroatien, bin ich gerade am überlegen, Sylt. Wichtig die Eifel ist ja auch schön. Dass bei der Liste nur internationale Besucher gezählt wurden, also kein Deutscher in Deutschland. Okay. Ja. Ich sag da mal den anderen kurz. Ja, macht halt mal. Hallo. Ja, hallo. Nochmal für dich als Tipp, beziehungsweise als Info, zählen nur internationale Besucher. Also kein Deutscher in Deutschland, sondern Deutscher in Timbuktu. Aber auch die Japaner, die nach China gehen, die zählen da auch. Es geht da nicht nur um Europäer oder so, ne? Ja, auch die Japaner, die nach China gehen, zählen. Okay, weil ich bin da ein bisschen, ich weiß nicht, was machen die Asiaten? Die haben ja eigentlich nie frei, machen auch super selten Urlaub. Ich weiß gar nicht, ob die da groß rumreisen und wo die dann rumreisen. Dann fahren die eigentlich nach Europa, ne? Irgendwie ja, das so. Kann ich hier nicht sagen. Aber ich könnte mir was vorstellen. Und wenn du so ein kleines Land wie Österreich zum Beispiel hast, da passen ja auch gar nicht so viele Leute rein. Oder so Norwegen und Schweden, was ja echt schön ist. Es gibt aber ja schon Länder, die viel Tourismus haben. Ja, aber die müssen ja auch ein bisschen größer sein, ne? So wie Deutschland oder USA. Wird trotzdem nicht groß sein. Oh, Niederlande. Wobei, fahren viele in die Niederlande? Das weiß ich nicht, aber... Niederlande. Deutsche in Holland würden natürlich zählen in der Auflistung. Ich fahre ja 100 Mal nach Holland im Jahr. Also das ist ja direkt über die Grenze. Belgien. Ja, Belgien, ja... Stimmt. Zählt aber, glaube ich, nur einmalig. Was? Ach so, jeder Einzelne, also wenn du einmal in diesem Land warst, dann war es das mit einmal? Innerhalb eines Jahres, ja. Und ach so. Du musst da übernachtet haben in der Liste, aber das ändert ja auch nichts. Ach so. Ich sag das Christian weiter mal. Okay, danke schön, das ist wichtig. Hallo? Hallo. Weiß nicht, ob das überhaupt was ändert für dich oder wie auch immer, aber ich wollte dir halt auch noch die Info geben, fertig. Dass
Ah ja, hast du alle 30? Alle 30 aufgeschrieben. Nice. Dass nur internationale Besucher zählen. Also kein Deutscher in Deutschland, aber... Ja, okay. Also dann hätte ich ja schon 80 Millionen, oder? Ja, okay. Deutsche, die in Deutschland Urlaub machen. Ach so, ja, okay. Die zählen nicht rein. Das ist aber schade. Sollten mehr Leute in Deutschland Urlaub machen. Deutschland ist sehr schön. Ja, ist es. Die Eifel ist auch sehr schön. Das stimmt. Ja, Süden auch. Ich habe jetzt einfach hier Länder aufgeschrieben, in denen ich schon mal in Urlaub war und die mir halt so eingefallen sind. Weißt du, so, die halt für Urlaubkram bekannt sind. Das hört sich eigentlich echt oder smart so, an. Weißt du, Griechenland, Portugal, Spanien, da wo man halt in Urlaub hinfährt, ne? Ja, das hört sich prinzipiell nicht dumm an, sag ich mal, ne? Also, das Problem ist, gespannt. Was ist mit den kleinen Ländern? Weißt du, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass zum Beispiel so Belgien oder Niederlande dabei ist oder Schweiz oder Österreich, ist halt schwierig. Aber, naja. Ich bin mal gespannt, wie halt die anderen... Alle. Alle, das ist schlecht, weil alle schaffe ich nicht. Aktuell habe ich 16. Also, sowohl die Japaner, die nach Deutschland gehen, als auch die Türken, die nach Deutschland gehen, als auch die Australier, die nach Deutschland gehen, als auch die Kongolesen, die nach Deutschland Urlaub machen. Sehen alle mit rein in die Statistik. So, aber die Zeit ist warte mal. Rum. Was? Okay. Ging es nur von Leuten, die aus aller Ländern, also aus der ganzen Welt, nach Deutschland kommen? Nein. Ach so. Nein. Also, das war ein Beispiel. Ja, gut. Ja, was weiß der nicht? Keine Ahnung. Also, das macht jetzt keinen Unterschied für mich. Keine Angst. Ich zieh mal die anderen. Jojo. So. Oh, die Zeit ist rum. Ja. 5 Minuten sind auch mal schnell rum. Scheiße. Der erste Tipp heute des Tages darf Christian abgeben. Danach geht's Richtung Bram und dann zu Sepp. Immer viel trinken, weil es sehr warm. Okay. Das ist dein. Okay. Das war der erste Tipp. Dann werde ich zum Bram überboten werden. Ich steig mal mit ganz entspannten 6 ein. Okay. Mhm. Auf meiner ganzen Liste sind 38. Was? Deine ganze Liste ist 38? Naja, wir brauchen nur die auch. Top 30, Bram. Du kannst auch 8 über den Haufen werfen. Kein Problem. Gibt ja auch ganz viele Länder auf der Welt. Also. Ja, das ist halt so ein Problem. Ja, die Liste befasst insgesamt 206 Länder. Als Tipp, Tuvalu ist das letzte Land. Mit 2000. Dann streich das mal wieder. Ja, Tuvalu müsst ihr weg. Ja, ich gehe mal mit 7. Kiribati wäre auch nicht schlecht, wenn ihr das wegstreicht. Entschuldigung, was hast du gesagt? Ich gehe erstmal mit. Ja, ich habe 38 Länder, Christian. Das heißt ja, das ist wie mit den Namen, weißt du? So 30 sagst du? Nein. Ja, 7. 38. Ja, mit 30 hättest du machen können, ey. Das hätte ich dir gegönnt. ich nehme 9. 9. Oha. Ich überspring mal einen. Ja, 10. Mach mal weiter. Ja, richtig. Ja, mach mal weiter. 12. Biete ich euch mal hoch. 12. Was für Länderarten es gibt, oder Regionen? Oh, bei 12? Gibt schöne Länder, gibt nicht schöne Länder. Es gibt zum Beispiel Nordafrika und es gibt Südafrika. Subsahara-Afrika als Region. Das war's, glaube ich, für Afrika, wenn ich richtig sehe. Okay. Ich bin dabei 13. 14. Oh Gott. 15 nehme ich noch. Ja, hey, dürft, alles klar. Insgesamt ich bin raus. Zwei Fehler haben, der dritte ist down. Okay, ich Sepp ist raus, 15. Christian versus Bram. Christian, schaffst du 16 oder mehr? Lass mich nochmal kurz gucken. 13 war bei mir 16 schon meine. So. Ja, nee, dann bin ich raus. Okay, nee. Christian 15 war gönnt schon sich so dieses 16 Länder. Also, ich sag mal so, wenn du das schaffst,
Also ordentlich Punkte. Dann sag ich, bist du der Sieger des heutigen Tages. Ach du Scheiße, das ist ja schon mal Voraussetzung. Wenn du das schaffst. Ich habe einfach gedacht, geht nein, halt also so, wenn du die 16 schaffst. Also ich habe einfach Länder 16. aufgeschrieben, die halt viel hier, wie heißt das, so Touris haben, weißt du, wo man so Urlaub macht und wo man halt jetzt nicht unbedingt per Reisewarnung gesagt wird. Halt nur, da wirst du direkt eingeknappt. Wobei, nee, das stimmt nicht. Ich habe die Türkei aufgeschrieben. Das ist natürlich gefährlich, wenn du da einen Fehler jetzt drin hast. Also, hau mal raus. Womit fängst du an? Die US und of America. Die Vereinigten Staaten sind dabei auf Platz 3. Haha. Immerhin. Krass, jetzt sind wir 1. Ja, Quatsch. Auf 1, das schönste Land der Welt. Die hab ich auf der Liste vergessen. Deutschland. Nice. Oh, Deutschland. Ja, die Eifel ist auch schön. Schland ist auf Platz 9. Ist was? 10 gesagt. Ja. Frech. Schloss Neuschwanstein zieht nicht so viele an. Scheinbar. Wie Road 66. Oder 69 oder wie die heißt. Ja, die Road 69, die fahre ich jeden Abend. Frankreich. Verstehe nicht, wie das auf Platz 1 ist, aber Paris. Es ist auf Platz 1. Paris ist eine der meistbesuchten Städte der Welt. Paris, ja. Schmaris, sag ich immer. Aber trotzdem, wie kann so ein Land auf Platz 1? Egal. Spanien. Spanien. Zählt auch Malle zu und deswegen wahrscheinlich auf Platz 2. Nein, die Deutschen auch. Ibiza. Platz vor den USA. Ja, und Kanaren zählen ja auch dazu. Also, das sind schon sehr beliebte Reiseziele. Ja, stimmt. Obwohl sie halt in Afrika eigentlich liegen. Ich glaube, das Problem in Amerika ist, dass die Amerikaner ja in Amerika Urlaub machen. Dann fahren die ja in einen anderen Staat und das zählt ja dann schon nicht. Und in Europa fahren ja die Franzosen nach Spanien, die Spanier nach Frankreich. Das sind schon aber viele Amerikas, die auch in Europa Urlaub machen. Ich würde sagen, du hast halt 50 Millionen Amerikaner. Ja, aber die Distanz ist halt schon krass. Also da hat Sepp ja schon recht, ne? Also wenn du halt warm Urlaub machen willst, dann fährst du halt irgendwie auch von Polen mal eben nach Spanien oder so. Das ist jetzt nicht so krass. Nee. Das ist so wie aber die Amerikaner, die machen bestimmt alle Urlaub in Mexiko. Das hatte ich auch. Mexiko ist auf Platz 6. Und die Südamerikaner, krass, die machen bestimmt auch in Mexiko Urlaub. Ja. Einmal schön da Drogenurlaub machen und dann wieder nach Hause fahren. Und dann über den Zaun. Mhm. Ja. Immer noch. Das sieht halt in Mexiko aus. Mit dem guten Kokaina. Da kannst du auch nach Kolumbien rüberfahren. Hast du deine Freundin, Bram? Ja, meine Freundin heißt Kokaina. Kokaina. Meine zweite Ganja. Nehme dann noch die Türkei. Türkei. War ich mal 20 Kilometer von entfernt? Reicht mir auch. Hast du nicht reingeschafft, oder was? Ja, ich wollte auch gerade sagen, was? Da, wo ich im Urlaub war, konnte ich die Türkei sehen. Ah, aus Griechenland. Du warst bestimmt in Griechenland. Das ist richtig. Das nehme ich auch. Achso, das nimmst du auch. Okay. Griechenland ist halt auch dabei. Ich hätte gerne einmal den Mykonos-Teller. Metaxa. Oder Metaxa oder Alpha Platte. Also von Rhodos aus gesehen kannst du die Türkei sehen. Ja, scheiße, warte mal. Ich bin irgendwie nicht hinterhergekommen. 9 Stück hast du noch. Ja, wie viele Länder hattest du eigentlich insgesamt? Du warst ja schon fertig irgendwie, als ich da reingekommen bin, um 1 Minute 50 rum. 17. Oh. Ja, aber ich hab nochmal durchgeguckt. Die sind alle eigentlich ganz gut. Das ist sind alle sehr gut. China. Da machen 50 Milliarden Menschen bestimmt Urlaub. Die alle aus Asien dahin fahren. China. Ist auf Platz 4. Krass. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Als ich gedacht hätte. Ja. Aber gut. Es muss ja nicht europäische, sondern es geht ja um internationalen Tourismus hier. Achso, wir haben noch vergessen hier Italien. Italien. Ist natürlich auf Platz 5. Ja, Rom ist da. Ist oh ja, aber Italien hatte ich auch. Du hast halt schon echt viel Europa da drin, ne? Ja, ja. Unter den Top 10, sag ich jetzt mal, wenn ich mal zu angucke. Europäische Kultur ist ja auch was Schönes. Ja. Ja, dann ist doch bestimmt, also die sind zwar nicht in der EU, vielleicht nicht mehr in der EU, aber England, beziehungsweise in der United Kingdom würde ich auch noch dabei nehmen. Ich nehme UK. Das
UK, Vereinigtes Königreich sogar, ist auf Platz 7. Ja. Weil London, weißt du, so Weltstädte kann man eigentlich immer ganz gut als Anhaltspunkt. 10 Stück hast du ohne einen Fehler, ey. Du brauchst nur noch 6 Stück. Ja. Das sieht gut aus. Bisher habe ich auch nur die genommen, wo ich mir dachte, yo, die sind auf jeden Fall da drin. Ja, da hast du ja auch so ziemlich die Top-10-Liste jetzt aufgefüllt. Jetzt sind nur noch die 10. Nehmen wir große Länder. Russland. Russland. Oha. Ist jetzt nicht Top 10, aber ist halt noch. Ja, aber die haben Moskau, dabei, da fahren. Ja, ja. Immerhin. St. Petersburg. 5 Stück doch. Kanada. 2 Fehler darfst du erlauben. Was? Kanada? Kanada. Kanada. Da fahren die Amis dann hin. Da wollen die Amis natürlich hinfahren. Ich würde da, glaube ich, auch mal ganz gerne. Ich frage mich gerade, ob ich. Dabei. Ich frage mich gerade echt, ob ich zu früh ausgestiegen bin. Ich frage mich das auch gerade. Alle, die ich hier bei meinen Wackelkandidaten stehen habe, die tauchen da auf. Das ist auch zugegebenermaßen bei 30 Ländern nicht so schwer, diesmal Punkte zu holen. Habe ich das Gefühl. Aber schauen wir mal, vielleicht schafft Kanada ihr ja trotzdem dabei. Das nicht. Ja, Kanada ist dabei. Puh. 4 Stück noch. Ich meine, gut, irgendwann werden die Standardländer auch weniger. Japan. Dann hören wir alle nach Tokio. Das ist wohl wahr. Dalu alleine zählt ja schon da immer rein. Nee. Für eine Milliarde. Ist dabei auf Platz 12. Jetzt habe ich noch 2 in Asien. Nehmen Sie beide. Okay, dann nehme ich Thailand. Der gute Das habe ich auch. Das habe ich Thailand auch, hab ich aber auch. Das ist mein erster Wackelkandidat. So, wie hieß denn das? Nee, Koh Samui oder so ein Kram? Ja, da rennen dort 3 Milliarden Menschen hin, oder nicht? Thailand. Bisschen. Ein paar. Bisschen Sex haben, ist auf Platz 10. Ach, kacke, ey. Wenn sowas schon dabei ist. Aber hat Christian die Top 10 gefüllt. Ja, das ist schon mal gut. Oh, Bram, wir hätten das auch ein Land, wo ich nicht Urlaub machen muss. Der andere war noch Südkorea. Da bin ich mir aber ehrlich gesagt unsicher. Südkorea? Da waren die Nordkoreaner doch gerne Urlaub. Hab ich gehört. Ja, also ich glaube, die würden schon gerne. Wenn sie über die Mauer vielleicht kommen. Vielleicht auch nicht. Also, ich weiß gar nicht, wie groß der Anteil der nordkoreanischen Bevölkerung ist, die sich also wirklich so unwohl fühlen, dass die aus dem Land raus wollen. 4. Nichtsdestotrotz, Christian, ist das die Nummer 29. Alter, da ist aber noch ein keiner Land falsch. Fehlt doch, du hast doch kein falsches Land gesagt. Ja, bisher, wir haben nur so große Urlaubsziele genommen und mein Ja, Moment, du hast ja nur noch, wenn du 17 auf deiner Liste hattest, dann fehlen ja nur, da hast du ja nur noch 2. Sofern ja, das könnte sind. Eventuell sein. Und ich habe da noch 2 europäische Länder stehen. Und eins, ich nehme jetzt das, wo ich sehr gerne selber Urlaub gemacht habe und immer Skifahren war. Dann nehmen wir natürlich die Österreich. Österreich. Ja, Skifahren. Weil so Alpen, Skifahren Skiurlaub. Und so. Das Problem ist, fahren die dafür nach Österreich? Ja, bestimmt. Weil Österreich hat auch diese ganzen Regionen, die nur von Tourismus leben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Christian. Glückwunsch zu 16 Punkten. Yes! Ach komm, ey. Was, auf Platz 11? Es fahren mehr Menschen als Österreich. Österreich. Was ist denn das für ein Gummelscheiß? Wieso fahren die denn nicht, keine Ahnung. Aber da hast du mal richtig fett, nice, ohne einen Fehler, 16 Länder genannt. Nice. Scheiße. Ich hätte sehr Mann, da hätte man noch höher gambeln können. Ist da irgendwas aus Afrika dabei? Da war ich echt am struggeln am Anfang. Ich hab nur eins. Ich hab Ägypten noch. Ja, genau, habe ich nämlich auch. Da habe ich auch drüber nachgedacht. Ägypten ist nicht dabei, ist auf Platz. Warte mal, ich kann mal kurz ordnen. Finde ich die besser. Nordafrika. Marokko ist auf 33. Wo ist denn Ägypten? Krass. Wo steht der Ägypten nicht unter Nordafrika? Ja, richtig. Hä? Wurden die gar nicht erfasst? Das gibt will halt keiner. Nordamerika? Nee, das kann aber nicht. Ich das ist ja eigentlich ja schon groß. Südafrika? Ja, aber ich. Dann kurz nochmal hier nach Land. Da, Ägypten. Ach, Ägypten ist Mittlerer Osten. Natürlich. 42 sind sie. Haben die Risikokarte genommen oder so? Wobei, ich hab keine Ahnung. Mittlerer Osten woanders. Ich wusste nicht, dass der Mittlere Osten da zählt. Ja. Für mich wäre es auch Nordafrika gewesen. Mittlerer Osten haben wir tatsächlich ein paar Länder noch drin. Dubai hatte ich noch.
Ja, Dubai ist eine Stadt, Sepp. Damit hättest du ein Kreuz gekriegt. Die Vereinigten Arabischen Emirate wären vielleicht nicht so schlecht gewesen. Beziehungsweise Saudi-Arabien. Aber gut, wahrscheinlich machen die auch da untereinander Urlaub. Ja, wobei ich glaube, die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben echt einen Vorteil mittlerweile damit dieser Dubai-Stadt, dass die so schön ist. Weil alle, die aus Europa nach irgendwie Australien oder Asien fliegen wollen, machen da meistens einen Zwischenstopp. Genau. Das kann natürlich sein. Ich fülle einfach mal auf. Du hattest noch ein Land, Christian. Portugal. War ja auch. Oh, stimmt, die hab ich vergessen. Hättest du natürlich auch einen Punkt gekriegt mit 17. Natürlich auch noch passend gewesen. Okay, gehen wir mal los, ja? Von Platz 30 an ist auf Platz 30 Indonesien. Oh, cool. Ist, schön. Wenn man Thailand hat, kann man vielleicht auch an Indonesien denken, ist aber schon was weiter weg, sag ich jetzt mal, ne? Also so vom Nachdenken her. Malaysia. Platz 28, fetter Stadtstaat, Singapur, nicht Südkorea. auf Platz 27 haben wir die Ukraine. Wahrscheinlich Tschernobyl-Urlaub, ich habe keine Ahnung, ja, ob da so viele gibt. Ich wollte gerade sagen, was machst du denn da? Wobei, nee, die Ukraine hat Sonnenstrand und Dingens. Ja, da ist Sonnenstrand. Auf jeden Fall, also Tschernobyl ist leuchtend. Auf jeden Fall, das ist schön hell. Platz 26 haben wir Indien. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Nee, Quatsch, das war Rumänien. Ein Land, Bulgarien. Was, glaube ich, immer weiter an Beliebtheit gewinnt, ist Kroatien. Oh ja. Das hatte ich auch mit drauf. Kroatien ist echt cool. Stimmt. Da habe ich auch super oft Urlaub gemacht. Da hieß das aber nur Jugoslawien. Also schon. Platz 24 hast du wahrscheinlich wegen Budapest sehr viele, ist Ungarn. Krass. Hätte ich aber auch nicht unbedingt erwartet, dass da so viele hinfahren. Platz 21, gut, ist auch irgendwo naheliegend. Wenn die Chinesen Urlaub machen, dann fahren sie vielleicht auch mal nach Macau. Okay. Wenn du das sagst. Okay. Ist ein ähnlicher Stadtstaat wie Hongkong. Ja, okay. Ja, Hongkong hätte ich auch gehabt. Also, dass da so viele Urlaub machen. Aber das schönste Land ist auf Platz 20. Niederlande. Holland. Ja, also die Niederlande. Klar. Was, die sind in der Liste drin. Wahnsinn. Ja, ja. Der Sigi, Mann. Alter, auf Platz. Ja? Wenn Macau dabei ist. Und ja, aber ich dachte, in Holland, ja, wie gesagt, ist sind Holland also auch dabei. Unterschätzt da nicht die chinesische Touristenstruktur da. Also, wo sollen die denn hinfahren? Die, meinst du, ich weiß gar nicht, ob die da so einfach immer da weg dürfen. Ob das so easy da ist. Chinesen? Was hat das mit den Niederlanden zu tun? Nein, Macau. Ach so. Die halt Inland quasi. Seit wann gibt es so viele Chinesen in Holland? Hab ich noch nie. Nein. Alle haben abtraveln, Junge. Auf Platz 19 haben wir Polen. Na krass. Ah, ja. Platz 15 Malaysia. Und ja, habe ich ja gerade schon halb angesprochen. Auf Platz 13 haben wir Hongkong. Das sind quasi die Top 30 Touristenländer. Christian hätte vielleicht 17 noch haben können. Ich weiß nicht, wie viele Bram gehabt hätte. Von denen, seinen 38. Ja, also viele, aber ich hatte auch solche Sachen bei, wie die Skandinavien war bei mir dabei, tauchte gar nicht auf. Das ist erstaunlich, das die hatte ich auch gar nicht dabei. Australien, Neuseeland hätte ich noch gehabt, taucht nicht auf. Dänemark ist auf Platz 35. Ich finde krass, dass Südamerika nur von Mexiko in dieser Liste vertreten ja, wird. Ja, finde ich auch gerade, warte mal, Südamerika. Nee, das Mexiko. Ist Mittelamerika. Also, beziehungsweise es ist Nordamerika. Also Südamerika ist gar nicht drin. Was ist denn so mit Argentinien dann? Ja, Argentinien. Ja, die sind hart am Arsch. Brasilien. Die sind hart am Arsch. Zentralamerika hast du noch sowas wie Costa Rica auf Platz 73. Also scheint auch nicht so viele zu sein. Aber gut, das ist diese UNTWO oder UNWTO. Regionsliste, also keine Ahnung, wie die da zusammen. Karibik. Mhm. Karibik hast du ganz viele. Ja. Donrep hast du beispielsweise, Domrep hast du Platz 50, ist auch nicht so viel, aber so viel können die wahrscheinlich auch gar nicht aufnehmen. Nee. Aber wenn ich suche gerade, ist der jetzt hier blödes? Da, Südamerika ist Argentinien auf Platz 45. Krass. Mit 6 Millionen Touristen. 6,7. Und. Not so much. Ich glaube, wenn ich das richtig deute,
86.918 in 1000 müssten dann 86 Millionen sein, wenn ich mich nicht vertue, oder? Stimmt. Ich gehe mal von 86 Millionen Touristen aus, die Frankreich beispielsweise hat. Gut. Das war auf jeden Fall eine gute Runde für Christian. Definitiv. Mal gucken, wie die zweite Runde stattfinden wird. In der zweiten Runde hätte ich gerne von euch die 30 reichsten Sportler der Welt. Ach du Scheiße. Und zwar overall in jedem... Nach Verdienst oder nach wie viel die haben? Es gab eine Forbes-Liste. Deswegen hat vielleicht Bram sogar eine Chance. mit den reichsten Sportlern der Welt. Und da geht es tatsächlich um um Vermögen, genau. Und nicht ums jährliche Einkommen, sondern Hat. Ronaldo wird verdient ja nicht nur durch seinen Juve-Vertrag, sondern vielleicht durch seine anderen Verträge auch noch, die er abgeschlossen hat. Ja? Mhm. Gut. Na, ansonsten, jede Sportart zählt ihr wisstet. Ja, und, Jay, von deinen Wintersport-Games würde eh kein Fatzgeboy sein. Das ist durchaus möglich, dass er beim Wintersport vielleicht noch... Boah. Da müsste ich mal überlegen, was es da noch gibt. Aber ich will ja nichts sagen, deswegen 5 Minuten Zeit, laufen ab jetzt. Denn dann nochmal Martin Hannawald? Ne, Sven Hannawald. Sven Hannawald. Und Martin Schmidt war das, glaube ich, oder? Ja. Ja, ich weiß nicht, vielleicht nur Lindsay One oder sowas. Die hätte ich vielleicht noch. Was ist denn Lindsay One? Das ist Ski-Abfahrt. Das ist eine Amerikanerin. Oh, okay. Vielleicht hat die viel Geld verdient, aber ich sag mal so, mir fallen bestimmt 15 weitere Sportarten ein, wo du mehr Geld verdienst. Wir haben, also als zweites habe ich mal Rinaldi aufgeschrieben, hoppla. Rinaldi? Ja, das ist tja, kann ich Michael Schumacher noch aufschreiben oder wird er von der Liste schon gestrichen? Das ist eine 2019er Liste. Ich weiß halt beispielsweise, dass. Ich glaube, es zählen ehemalige Sportler nicht dabei. Also. Okay. Wenn ich das richtig sehe. Also das ist halt ganz witzig, weil aktuell ist ja Pause sowohl in der NFL als auch in der NBA. Und gerade in der NBA geht es auch so ein bisschen darum, dass die Spieler noch mehr verdienen, als die eh schon verdienen. Da werden wahrscheinlich ein paar bei sein. Boxer verdienen in den USA scheiße viel Geld. Mayweather ist, glaube ich, der reichste, oder? Ich glaube, der reichste überhaupt. Das ist echt krass. Ja, der bekommt für seinen Boxkampf so ein bisschen. Wie hieß denn der irische? Weißt du, wen du meinst? Den kann ich dir aber nicht sagen. Ja, okay. Reichen ja eigentlich die Nachnamen? Also, Nachnamen? Ja. Okay. Also, ich glaube, ich habe hier keine doppelten drin. Ich weiß nicht mehr, und wie ja, gut, keine Ahnung. Ja, das verstehe ich schon, denke ich mal. Okay. Verstehe ich. 3 Minuten noch. Na, Sepp? Yo. Welche Sportarten gehst du so ran? Ich bin gerade hängig beim Football. Ich habe jetzt gerade Michael Jordan als Basketballer. Ich glaube, der war so der erfolgreichste und reichste. Ja, es geht um Leute, die noch im Sport aktiv sind, 2019. Oh, dann fallen bei mir leider schon ganz schön viele raus. Also Michael Schumacher, kann ich dir sagen, zählt da nicht mit in die Liste. Und David Beckham dann auch nicht. Fuck! Das ist richtig. Oh, Tiger Woods, hat er nicht letztens noch gespielt? Zählt er als aktiver Spieler? Weil der macht, glaube ich, unregelmäßig. Kann ich dir nicht sagen. Wenn er 2019 noch da an einem Turnier teilgenommen hat, dann wird er wahrscheinlich noch als aktiver gelistet. Ach, das ist doch scheiße. Wie heißt denn hier nochmal der Typ, der jetzt zum 100. Mal gewonnen hat? Das ist doch... Ach. Ach. Ja, wer? Beim Football, beim Super Bowl, der von den Pets. Aha. Ja. Weißt du, wie du meinst? Ich weiß auch, wie der aussieht. Aber mir ist gerade zufälligerweise der Name entfallen. Der mit Giselle Bündchen verheiratet ist und ist richtig. Die jetzt nicht mehr Bündchen heißt. Mir reicht übrigens auch der Nachname. Ja. Der wird mir reichen. Die heißt jetzt nicht mehr Bündchen, sondern bestimmt anders. Allerdings, ach, bedenke,
Ja. Der muss noch Sportler sein, aktiv. Hat der aufgehört? Der hat doch den letzten Super Bowl noch gewonnen, also. Zählt doch als aktiver Spieler, oder nicht? Ja. Der war dieses Jahr. Vielleicht nicht für die Forbes, vielleicht schon. Du hast gesagt 2019, also ist es dieses Jahr auf jeden Fall gewesen. Die Liste ist 2019 entstanden. Das ist richtig. Ja. Okay. Ist ja dieses Jahr auch aktiver Spieler gewesen. Das mag sein, aber vielleicht ist er ja dann in der Liste nicht mehr dann aktiver Spieler gewesen, als die Liste erstellt wurde. Das weil er gesagt hat, er ist schon zurückgetreten. Das ist doch das alles behindert. Kann ich dir allerdings nicht sagen. Das ist doch alles behindert. Okay, also muss ich weiter bei Fußballern bleiben. Oder Formel 1 Fahrern. Also Lewis Hamilton habe ich schon. Ich weiß nicht, ob Sebastian Vettel da irgendwie krass ist. Vielleicht gibt's den ja noch. Vettel. Wer casht denn noch voll rein? Also in der Formel 1 fließt viel Geld. Immer bei Bram. Tennis, ja. Ja, mach das. Na? Hab dich jetzt lange alleine gelassen. Na, hab ein paar. Ich hab eine Taktik, ja? Ich bin immer so nach Sportarten gegangen. Weißt du, ich hab so Fußball und ich weiß, ich kenne ja nicht so viel, aber ihr redet ja über super viele Sachen, über so Sachen. Ein bisschen bekommt man ja mit. Habe ich gesagt, bei Fußball habe ich dann ein paar, bei Golf habe ich einen. Wir reden, by the way, von aktiven Sportlern. War schon mal Michael gut zu Schumacher wissen, der kommt dann mal ganz kurz weg. Also Michael Schumacher ist nicht mehr allzu aktiv. Und, ich hab eine Frage tatsächlich noch, ja? Wenn ich den Namen nicht genau weiß, im Zweifel. Nachname reicht mir. Nachname reicht dir, okay, cool. Ja, genau. Cool, okay. Aber so, Sepp hat zu denen gesagt, so, ja, hier, der mit der und der zusammen ist und da mal gespielt hat. So, nee, aber Neymar wird dir reichen und ich muss dir nicht den ganzen Namen sagen. Ja, das ist auch ein Brasilianer und die haben meistens nur diesen Namen. Also die haben dann irgendwie 20 Namen und die nennen sich allerdings nur Neymar. Okay, aber und sowas wäre dann cool, ja? Ja, auf jeden Fall. Neymar wäre sogar der absolut komplett richtige Name, also für unsere Liste, wie wir das so haben. Ja, auf jeden Fall, gut. Ich zieh uns mal eigentlich alle. So, 5 Minuten sind um. Jo. Brammen darf den ersten Guess abgeben. So, ich nehme alle auf der Liste, die ich habe. 12. Oh. Jetzt würde ich ja echt gerne Fragen die auch geben. Aber Sepp, schaffst du mehr als 12? Also bei mir habe ich 11 stehen. Ja, Bram, go for it. Christian? 13. Ja, oh. Nee, da bin ich weg. Okay, Christian will hart gewinnen. Heute. Ich habe nur 12. Ich hab geguckt, dass ich halt möglichst viele aufschreibe. Diesmal habe ich 20 aufgeschrieben. Man hat mir gedacht, wenn ich jetzt nochmal 16 schaffe, dann kannst du nicht mehr eingeholt werden, das stimmt. Mhm. Ich werde mit Excitement mit abstreichen. Wie gesagt, das glaube ich nicht. Also ich weiß nicht, ob die da drin sind, aber ich bin nach Sportarten gegangen. Ja, ich auch. Populär sind und halt einfach die bekanntesten Leute aus diesen Sportarten habe ich genommen. Da ist TS weg. Nice. Gut, wo war er stehen geblieben? Christian, weiter geht's. Christian hatte 13, glaube ich, oder 12. 13, Christian. Ja, 13. Ja. Also beginnen wir Kategorie Fußball. Lionel Messi. Den haben wir auch. Lionel Messi. Abstreichen. Mit 111 Millionen Dollar auf Platz 2 der Forbes-Liste der aktiven Sportler. Krass. 2019. Stimmt. Aktive Sportler war echt wichtig, dass du das nochmal gesagt hast, weil ich habe zum Beispiel an Ibrahimovic gedacht. Ich habe super viele rausgestrichen bei mir leider. David Beckham. Ja. CR7. Cristiano Ronaldo. Ja! CR7. Komm, Ram, ey. Das ewige Duell zwischen CR7 und Lionel Messi, wer ist der Geilere? Und der Geilere ist, zumindest laut Vermögen und der Forbes-Liste, Lionel Messi. Ja. Der Ronaldo hat nämlich nur 108 Millionen der Lappen. Aber wenn man mal überlegt, wie lange die beiden schon dabei sind, ist das nächste echt ein, also was heißt ein Guess, aber der hat alleine schon an dem Paris-Deal, glaube ich, richtig viel verdient. Das müsste Neymar sein. Wow, 3 von 3!
Ja, aber überleg mal, wie lange ist Neymar schon in Europa? Seit 2017? Wie lange spielt Ronaldo schon in Europa bei Manchester United? Das ist schon echt krass. Aber wo ist der denn? Neymar ist erstmal sein gesamter Name, wie Bram ihn gerne hätte nennen wollen, ist Neymar da Silva Santos Junior. Achso, das hat Bram aufgeschrieben. Bram hat sich gefragt, ob ihm auch sowas wie Neymar reichen würde. Anstatt halt den vollen Namen zu sehen. Keine Ahnung, was der volle Name von ihm ist. Neymar ist auf Platz 5 mit 90 Millionen. Krass. Platz 5 der reichsten Sportler nach drei Jahren? Naja, der ist schon jetzt ein paar Jahre dabei auch. Wechseln wir den Sport. Oh, ich habe auch nur drei Fußballer. Ich kein Soccer mehr dabei. Wir haben noch ein paar mehr Fußballer. Nee, ich habe noch, weil der wird, glaube ich, die Nummer 1 der reichsten Sportler sein. Ich weiß nur nicht mehr, wie der mit Vornamen heißt. Ist Mayweather. Floyd Money Mayweather, Floyd. Meinst du? Ja. Ist das nicht so, so ein Ort in GTA? Nee, das ist Boxer. Der verdient an jedem seiner scheiß Boxkämpfe mehrere hundert Millionen Dollar. Reichste Sportler der Welt. Ja. Mit 285 Millionen. Ja, okay, auf vielleicht Platz 1. Millionen. Okay. Boxer, er verdient auf jeden Fall eine Menge. Ja, keine Ahnung, der gibt ja auch eine Menge aus, ne? Keine Ahnung, wie genau das da vonstatten geht. Ja, der kriegt halt da seine. Wir sollten da habe ich krasse Kämpfe gemacht. Wir sollten Pete's Meat Boxen machen auf RTL oder so und dann kriegen wir bestimmt auch so viel. Also wenn wir uns alle fünf ich mache den Ringrichter, das reicht mir. Ja, hier Logan Paul und KSI haben das auch gemacht. Ja, das genau. Ist ziemlich durch die Decke gegangen. Muss aber auch sagen, die beiden sind jetzt auch nicht die unfittesten Menschen. Und man wollte bei beiden, und das Interesse ist bei beiden groß, zu sehen, wie die auf die Schnauze kriegen. Ja. Also deswegen, das ist schon, ich kann es schon verstehen. Ja, pass auf, Jay, mir ist eingefallen, wie der irische MMA-Typ hieß. Ja. McGregor. Richtig, gegen den hat nämlich auch Floyd Mayweather nämlich gekämpft. Geboxt. Und der Kampf war fucking awesome. Auf Platz 4 ist Conor McGregor. Ja. Krass. MMA-Star. Bei Boxen bin ich halt voll raus. Der ist MMA, der kommt aus dem Octagon von der UFC und ist krass. Wechseln wir die Sportart. Basketball. Ja, da habe ich einen. LeBron James. Den habe ich! Ja, der ist safe dabei. LeBron James. Wenn der nicht dabei ist, dann gebe ich freiwillig auf. Michael Jordan wurde mir geklaut, ey. Ja, der ist ja leider nicht mehr aktiv. Oh ne, fällt mir gerade auf, ich hab noch. Achso, ne, stimmt gar nicht, nur aktive. Ja, dann hau mal raus. LeBron James. 85,5 Millionen. Gehen wir jetzt speziell mal die Spieler von den Golden State Warriors durch, weil die verdienen alle scheiße viel Geld. Nehmen wir Stephen Curry. Kommt der aus Kleve? Was? Ist auf Platz 8. Okay, Kevin Durant. 76 Millionen. Was scheiße Basketball ist auf Platz. Die verdienen Schweine viel Geld, die Basketballer. Das ist doch scheiße, ey. Wieso? Ich muss mir mal Basketball gucken. Basketballer verdienen eine Menge. Was hatte ich? Clay Thompson. Clay Thompson. Der ist böse verletzt worden. Hat er nicht sogar hier, wie heißt denn das? Nicht Sehnenriss, Achillesfersenkram da irgendwie sowas? Der sagt mir persönlich gar nicht. Der Mann aus Lehm. Golden State Warriors? Ja. Der Mann aus Lehm. Okay. Das ist dein erstes Kreuz, ist nicht dabei. Was? In der Forbes-Liste. Da hat er aber schlecht. Da hat er aber schlecht verhandelt. Vielleicht hat er auch viel für Koks und Nutten ausgegeben. Okay, wechseln wir die Mannschaft. Vielleicht eher weniger für Koks, wahrscheinlich wird er rausgeschmissen, aber dann halt für Nutten. Dann nehme ich James Harden. Wo spielt der? Ich hab den immer noch im Kopf bei den Houston Rockets. Ich weiß aber nicht, ist der mal getradet worden? Sagt mir halt auch nichts. Das ist, wie gesagt. Das ist der mit dem krassen Bart. LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant sagen mir alle was. Ja. James Harden sagt mir nichts, ist aber James Harden 14. ist der mit dem krassen Bart. Und der führt auch viel. Warte mal, jetzt habe ich einen Call. Da Dirk Nowitzki auch bei gewesen wäre? Keine Ahnung. Ja, aber der ist ja nicht. Also. Nee, der ist ja nicht mehr aktiv, aber deswegen frage ich ja. Ja, wobei der war doch 2019 noch aktiv.
Hey, Jay hat mir Dinge erzählt, ja. Der hat mich völlig aus dem Problem ist, wenn ich bei Klay Thompson. Wobei, der war da schon eine Ecke größer als. Ja, ich habe keine Basketballer mehr. Lass mal die Sportart wechseln. Ja, ich habe überhaupt gar keine Basketballer. Ich hätte noch einen, wenn ich mich nicht mehr bei unsicher. Ja, okay. Ich würde. Okay. Das ist kein Basketballer, nee, obwohl er vielleicht auch gerne wäre. Aber das ist ein Autofahrer. Jetzt springen wir ein bisschen. Genau. Kevin Durant, sag ich schon. Der ist unter Kevin Durant, Lewis Hamilton. Auf Platz 12. Alter, der ist noch Ramme. Ja. Ja. Drei Stück noch. Eins, ja, zwei, drei, ich vier, muss noch ein bisschen fünf, die Sportarten acht, springen, neun, zehn, weil ich mir bei denen relativ sicher bin. Ich hätte jetzt noch einen anderen aus der Formel, aber egal. Federer. Ja! Den habe ich auch. Komm schon, den habe ich auch. Roger Federer ist auf Platz 7. Mach keinen Spaß, sein Junge, was ist passiert? Bram kennt sich richtig aus beim Golf. Wer? Achso, ich hab's nichts gesagt. Zwei. Roger Federer ist, by the way, Tennisspieler, Sepp. Ah ja, stimmt. Wie weit hast du ihn gesagt? Kein Golfspieler. Beim Golf. Ey, genau, kommen wir zu Golf. Tiger Woods. Oh, verdammt. Weil der hat ja wieder angefangen. Weil ich dachte so, scheiße, komm, wann kommt Tiger Woods hier? Tiger Woods auf Platz 16. So, einer fehlt dir noch, Christian. Wie viele Kreuze darf ich haben? Zwei, ne? Und dann muss der nächste richtig sein. Okay, das heißt, ich habe ja jetzt eigentlich... Oh, so. Genau, du hast 12 jetzt. Du darfst dir noch ein Kreuz leisten. Das heißt, du kannst jetzt auch erst noch mal Michael Schumacher gessen, wenn du möchtest. Nee. Also so was ganz Abwegiges habe ich jetzt nicht. Ich bin halt nur unsicher, die verdienen zum Beispiel, glaube ich, nicht ganz so krass wie bei der NBA. Aber mich würde mal interessieren, ob er dabei ist. Deswegen nehme ich Tom Brady. Wer ist das? Der! Den braucht dich! Brady ist der Mann, ey! Ach, Football. Ah, ja, genau. Scheiße, den hätte ich auch wissen können. Habe ich schon mal gehört, zumindest den Namen. Brady heißt der. Tut mir sehr leid. Ach, komm. Entweder ist er nicht dabei, oder er ist nicht reich genug, oder er ist zurückgekehrt. Ich glaube, er ist einfach nicht dabei. In der Forbes-Liste ist er nicht dabei. Was? Er ist halt nicht beides das Gleiche, er ist nicht reich genug und nicht dabei. Ich weiß es nicht, er hat aber ein Privatvermögen von 140 Millionen. Ich hatte gerade gegoogelt. Ich habe keine Ahnung, warum der nicht bei der Forbes-Liste dabei ist. Nee, vielleicht hat er einfach sein Geld nicht mit Sport gemacht, sondern mit Tacos. Ja, aber das ist ja egal. Ja, aber das ist ja egal, er ist ja trotzdem ein Sportler. Ist er vielleicht zurückgetreten? Das hätte ich mitbekommen. Das würde eigentlich Christian mitbekommen. Das hätte mich auch gewundert. Das hätte ich mit. Ich gehe jetzt nur ins Blaue. Tom Brady, muss ich mal sagen, das ist mal am Ende der Saison mittlerweile so, okay, eine mal noch. Aber vielleicht ist ja Giselle Bündchen so teuer oder sowas. Vielleicht geht das ja alles hier von rein. Ich glaube, die verdient selber genug Kohle. Mich würde mal interessieren, wo die da auf der Liste stehen würde. Ja, dann nehmen wir noch einen aus dem Tennis. Dann nehme ich Rafael Nadal. Rafael Nadal ist auf Platz 20. Du hast ganze 29 Punkte. Und stark. Man kann dir noch den Sieg aus deinen toten Gliedern reißen, Christian. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass das die Jungs nicht schaffen werden. Du führst 29-0 vor Brammen und Sebastian. Wie fucking Basketballer da drin sind. Vettel? Der ist auch dabei gewesen. Sebastian Vettel wäre auch dabei gewesen, auf Platz 8. Usain Bolt. Ja. Auch? Ist zurückgetreten. Oh. Ach stimmt, der läuft ja gar nicht mehr. Aber ist der nicht dieses Jahr noch gelaufen? Ich habe noch Serena Williams. Nee, der hat mal ein bisschen Sport gemacht, so amateurmäßig in Australien. Wollte ja auch bei Dortmund anfangen. Ja, okay. Serena Williams ist nicht dabei, nee. War das mit Djokovic? Ich glaube, es ist auch gar keine Frau dabei in der Liste. Würde mich auch ehrlich gesagt sehr wundern. Wobei die Williams eigentlich schon ganz... Ich rede auch von den reichsten Sportlern. Okay. War das mit Djokovic? Nee. Novak Djokovic ist auch nicht dabei. Ich gehe einfach mal durch. Ich habe keine Ahnung, warum... Wade? Also vielleicht sind da auch welche, die nicht fehlen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben die auch einfach nicht alle Zugriff dazu. Keine auf die Ahnung, Konten. Zu Brady oder sowas, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Platz 30 haben wir Giannis Antetokounmpo. Genau. Genau der. Was ist das denn? Das ist ein Basketballspieler, für den war ich in Athen.
Weil der der ist auf dem Cover von NBA 2K gewesen und der spielt bei den Milwaukee Bucks. Ah, Platz 9, auf Platz 29 ist Kyrie Irving. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also den hätte ich nur auf der Liste gehabt. Ist er auch Basketballer? Ich frage nur doof. Ja. Okay. Jetzt springen wir in Football. Jimmy Garoppolo. Ja. Okay. Mhm. Bleiben beim Football mit Trumaine Johnson. Das sind bestimmt alles Quarterbacks, oder? Ich wollte jetzt aus dem Football ehrlich gesagt keine Leute nehmen, weil ich da echt nicht weiß, mich interessiert. Also die verdienen gut, wenn ich mir scheinbar. Auf Platz 26 haben wir Rory McIlroy. Kennt wahrscheinlich keiner, weil er ein Golfer ist. Nee. Noch nie gehört. Den kann man kennen. Boxer Anthony Joshua. Er ist ja jetzt vor kurzem entthront worden. Auf Platz 24 haben wir Damian Lillard. Oh ja. Basketballspieler. Also, wollte ich auch gerade sagen. Natürlich. Auf Platz 23 haben wir doch noch einen Jordan. Und zwar Jordan Speed. Speed? Wow. Keine Ahnung. Er ist Golfer. Auf Platz 22 noch ein Golfer. Phil Mickelson. Yeah. Ja, wir sollten echt mit Golf spielen anfangen. Sind denn die Golf- also ist das denn wirklich so, dass die Golfturniere so viel Cash abwerfen? Ja, sind oder sind das die Werbekampagnen? Ich glaube, Werbedinger. Ich glaube eher Ersteres tatsächlich, können wir vorstellen. Das ist so wie bei Poker. Ja, okay. Ja, verdienst halt arsch viel Geld, weil die Sponsoren innerhalb davon super viel ausgeben. Mich wundert tatsächlich auch, dass da noch keine Reiter mit drin sind, weil jetzt mittlerweile bei den Reitern auch schon letztes Jahr in Prag, glaube ich, 11 Millionen ausgeschüttet wurden. Ja, okay. Krass. Man muss ja auch sagen, also ich würde jetzt vom Golf erwarten, ich gucke das nicht so viel, aber im Gegensatz zu so einer Sportart wie beispielsweise Fußball, wo du ja auch Firmen hast, die irgendwie, weiß ich nicht, da wirbt dann Seat oder so. Im Golf würde ich da eher so Marken wie Breitling oder so erwarten. Ja, wahrscheinlich ja. Auch. Ist auch so. Auf Platz 21 haben wir Alex Smith. Footballer. Richtig krass, der Duden. Platz 19 Derek Carr. Echt Carr? Auf Footballer. Krass. Das ist das Gegenstück von Kid. What? Wer ist denn Kid? Von Kid von Knight Rider oder was? Ja, Mann. Der ist Carr. Ach so. What the fuck? Ich wollte gerade sagen, so Footballer, was? Hä? Auf Platz 17 ist Drew Brees. Ist der auch? Platz 15 haben wir einen Boxer, der mir gar nichts sagt. Canelo Alvarez. Ich glaube, ich wäre froh, wenn ich überhaupt 12 Stück aus der Liste kennen würde. Auf Platz 13 haben wir Russell Westbrook. Natürlich. Ja, auch Basketballspieler. Also Basketballer, Footballer, Golfer. Basketballspieler, dann hast du schon gewonnen. Boah, auf Platz 10 haben wir Matthew Stafford. Und Christian, Quarterback. Last but not least, auf Platz 9 haben wir. Keine Ahnung, gibt einige große. Wer soll das sein? The Rock. Matt Ryan. The Rock. Ah! Ja, Wrestler zählen erstaunlicherweise scheinbar auch nicht dazu. Wobei. Das ist ja keine Sportler. Ich weiß nicht, wie aktiv die echt sind. Mal. Ja. Das ist ja Schauspieler alles. Ja, das ist ja. Also komische Liste. Ja. Ich finde die Liste halt auch komisch wegen Tom Brady, ehrlich gesagt, aber eigentlich müsste er da drin stehen. Keine Ahnung, da halt natürlich auch noch ein paar andere fehlen. Wenn ich mir die so angucke, dann weißt du, meine Eltern sind immer dran, weißt du, hättest du mal irgendwie Fußball weitergemacht, reicht ja, wenn du bei einer Mannschaft auf der Bank sitzt. Wenn ich mir das so angucke, sind die Basketballer noch viel mehr überbezahlt. Ja, ich glaube halt auch, dass da viele Fußballer halt auch fehlen, um ehrlich zu sein. Ja, ja. Also kann nicht sein, dass nach Neymar bis 35 nix Millionen nichts kommt. Das kann ich mir nicht vorstellen, bei bestem Willen. Ja, stimmt. So Gareth Bale, also, Wayne Rooney, Aber vielleicht ist die Forbes-Liste da halt einfach so ein bisschen. Naja, das sind halt ehemalige, ne? Also es gehen ja schon die mehr aktiven, aber ich glaube. Ja, gut, aber Bale wird ja wohl. Bale spielt ja wohl noch. Oder einen Hazard oder einen Benzema. Genau. De Gea hat doch jetzt diesen krassen Vertrag abgeschlossen. Ja, Sergio Ramos, die werden alle richtig viel Knete verdienen. Ja. Also, ja. Keine Ahnung. In der nächsten Liste wird es auf jeden Fall weniger gelabert. Die nächste Liste sind die
30 meistgefolgten Twitch-Kanäle Deutschlands im Juli 2019. Das ist eine recht frische Liste. Was? Ich würde gerne, du kannst ja followen, ja, das könnt ihr übrigens auch bei uns am Kanal natürlich machen. Da kannst du ein Herzchen da lassen und wenn du ein Herzchen da lässt, dann kriegst du immer eine Mail, wenn der Typ online geht. Willst du den Kanalnamen haben oder, also sagen wir mal, bei YouTube müsste ich dir da Handy auf die Platz sagen oder reicht dir Henno? Nein, mir reicht Henno oder Max oder so, dass ich das verstehe, wenn du das möchtest. 5 Minuten Zeit für 30 Top-Twitch-Kanäle, meistgefolgte Twitch-Kanäle Deutschlands. Es sind aber auch nur deutsche Kanäle, also Twitch Official ja, ist da deutsche, wahrscheinlich nicht drin. Die, die in Deutschland sind. Die für Deutschland zählen. Ihr müsst selber den Raum verlassen, weil ich kann euch nicht mehr schieben. Ah ja, okay. Ja, stimmt. Jetzt sind sie alle gegangen. Ja. Na gut, dann komme ich halt zu dir, dass ihr alle gegangen seid. Ja. Ja? Ja, ich weiß halt nicht, was so offizielle Kanäle, ob da großartig was ist, so. Weil wenn du sagst deutsche Kanäle, dann ist ja sowas wie CSGO-Turniere, die gestreamt werden, sind ja immer so auf Twitch die so die laufen auf 99 Damage. Ja, die laufen in Deutschland auf 99 Damage, aber die werden ja, ich meine jetzt auf internationaler Ebene ist der Stream ist aber ja kein deutlich deutscher größer Twitch-Kanal. Als 99 Damage. Genau, das ist halt so ein bisschen deutscher Twitch-Kanal. So ein bisschen das Problem, oder Summoners In für League. Das ist ein deutscher Twitch-Kanal, wahrscheinlich. Ja. Wobei halt der internationale League-Dingens wahrscheinlich ein bisschen britischer größer ist. Oder ein, nee, das müsste ein chinesischer ja sein, ne? Ja, weiß ich nicht, oder amerikanisch, ich habe keine Ahnung. Oder amerikanisch, ich weiß nicht, wie das da genau abgeregelt ist. Aber so in der gewissen Größe, ja, so ein Pete's Meat ist ja schon ganz gut dabei, glaube ich. Kann sein, ja. Das kommt ja auch auf das Alter an von dem Kanal. Also wie alt der schon ist, da ist ja auch schon wichtig. Das ist so einer, der gerade neu durchstartet. Dieser Trimax, weiß ich nicht, ob der dann schon so groß ist, obwohl der so viele Zuschauer ja auch immer hat. Ja. Das kann ich dir natürlich jetzt nicht sagen, wer dabei ist und wer nicht, ne? Das musst du selber herausfinden. Ich geh mal zu Bram. Versuch ich mal. Na? Ne. Wie kennst du dich so aus? Im ist schwer. Alten Twitch. Ist schwer tatsächlich. Gerade die Adaption von. Zum Beispiel, nehmen wir ganz einfach, ja? Ich habe Unge zum Beispiel mit drauf. Obwohl der mittlerweile auf YouTube streamt, hat er eine riesige Followerschaft sich auf Twitch zusammengemacht. Mhm. Aber ich weiß halt nicht, ob der mittlerweile überholt wurde. Also solche Sachen sind da mit drin, ja? Und es geht ja nach. Richtig. Follower sind halt. Weißt du so. Ja, wer achtet da drauf so richtig? Ja. Nee, das hast du recht. Also, das ist halt schwer. Stimmt, bei Follower achtet man, also man achtet ja wirklich bei YouTube, achtest du ja dann eher auf die Abos. Aber bei Followern, bei Twitch und so weiter, habe ich das Gefühl, guckt man nie da drauf. Ja, aber eher guck mal, ehrlich auf die Live-Zahlen. So die Rotzahl ist halt bei Twitch auch die der Live-Count, weißt du? Der wird halt von Twitch auch so in den Fokus gerückt. Ja, das stimmt. Followerzahl ist eigentlich relativ irrelevant sogar. Ja, da hast du recht. Ja, aber ob Ume schon überholt wurde oder ob er immer noch die Nummer 1 ist oder so, das weiß ich natürlich nicht. Das weiß ich auch nicht natürlich und das muss man natürlich auch nicht sagen, aber da tue ich mich gerade echt mit schwer. Und bin auch generell so problematisch dabei, mich die ganze Zeit mit so Streamern auseinanderzusetzen. Also es ist halt einfach, mache ich halt nicht so oft. Also ich habe halt einige, eine Liste zu schreiben mit vielen Streamern, easy. Eine Liste zu schreiben mit vielen Streamern, die halt zu den 30 meistgefolgten zählen. Schwierig. Ja, kannst ja die Spiele durchgehen. Vielleicht hilft dir das ja. Weiß ich nicht. Ja, Also ich glaube, ich von uns, also wenn ich dann uns so sehe, bin ich glaube ich wahrscheinlich der am meisten Twitch noch konsumiert. Nebenbei. Das kann sein. Weil bei mir läuft halt öfters mal auch ein Stream parallel, wenn ich irgendwas zocke.
Also das kommt schon vor. Naja. Also, guck mal, du hast noch 45 Sekunden Zeit. Hallo? Hallo? Ah. Wir haben ein kleines Problem. Ja? Was ist dein Problem? Weiß nicht, ob die ESL beispielsweise unterschiedliche Kanäle für unterschiedliche Spiele hat. Das ist echt kacke, weil die größten sind 100 pro erstmal, also klar, hier Monte und Erik und so. Und also Summoners In, 99 Damage, hier der CS und LOL-Kram. Ja, ja, ja. Die sind in Deutschland. Ja, ich weiß. Haben die unterschiedliche Kanäle oder nicht? Ja, das ist alles belastend. Weil 30 ist halt eine große Zahl. Also ich gehe mal auch davon aus, dass wir dabei sein werden. Ja. Ich glaube, wir waren auf Platz 11 oder so. Die Zeit ist schon rum. Okay. Dann zieh ich. Oder zieh ich. Ja, ich, du kannst dich ziehen. Kommst du mal runter zu Sepp. Okay. Alles klar. Zeit ist rum, kommst du hoch zu Sepp? Ja, ja, ja. Nice. Okay. Ja, Sebastian ist der, der gessen darf. Nicht gessen darf, der als erstes tippen darf. Ich geh mal mit 5. Es geht jetzt hier um den letzten Platz sozusagen. Oder um den ersten. 5 von Sepp. Christian. 7. 7. Brammen. Ich geb 10. 17. Nein, 10. Ach, 10. Lol. Ich hab 17 verstanden. Nee. Okay, also die 1-0. Die Quelle ist twitchmetrics.net. Das ist so eine Seite, die Follower sammelt. Und auch analysiert. Andere Sachen noch analysiert. Genau. Ja. Ja, bei 10. Ich habe 9 und einen Wackelkandidaten. Ne. Da muss ich Bram, wenn dann, den Vortritt lassen. Echt? Du hättest nur gewinnen können. Nee, leider nicht. Moment, 10 sind geboten. Stück von Bram. Lässt sie ihn das oder nicht? Form. Ich sag mal 11. Ich sag 12. Dann bin ich raus. Stark. Okay. Den 11. Hätte ich mir noch ausdenken müssen. 12 Stück kriegt der Bram. Ja. Bestimmt hin. Fangen wir mit Monte. Also Montana Black. Zock, ist auf Platz 1. Gronkh. Ist auf Platz 2. Dann kommen wir, Pizmeet. Ist auf Platz nicht 3, sondern 11. Ja. Ungespielt. Unge ist auf Platz 4, obwohl er nicht schon Ewigkeiten nicht mehr auf. Was? Ja, aber keiner deabonniert. Weißt du, das hatten wie mit Abonnenten. Nee, das du sind Gefolgte, was? Das ja, genau. Sind keine Subs. Ja, ja. Genau, das sind keine Subs. Viele. Der macht doch schon seit Jahren nur noch YouTube. Ja, aber der hatte doch mal diesen Mega-Hype und seitdem ist der. Krass. Der war immer einer der größten. Trimax ist auf jeden Fall dabei. Safe. Trimax. 3 oder so, oder 5. Safe irgendwie. Dabei auf Platz 3. Okay, dann nehme ich Hand of Blood. Leute, schreibt sie mir zuerst. Ups. So. Na, ey. So. Henno ist auf Platz 8. Okay. Dann nehme ich noch Revi, also Revinside. Ja, erreicht mir, wenn du Revi sagst, das verstehe ich schon. Ist auf Platz 5. Oh, ich sehe gerade, dann habe ich 3 Mal in meiner Liste stehen. Wie ist das denn passiert? Dann habe ich irgendwie öfter gedacht. Dann nehme ich die Rocket Beans. Die Rocket Beans. Oh, stimmt. Die kann man natürlich auch definitiv dazu zählen. Sind auf Platz 14. Okay. Damit fehlen dir noch 4 Stück. Und du hast noch keinen Fehler. Das sieht auch sehr passabel aus. Dann nehme ich. Ja. Tanzverbot. Tanzverbot? Nicht dabei. Erstes Kreuz. Ups.
Erstes Y-Bram, schade. Tanzverbot hat nicht genug Follower, um in die Top 30 zu kommen. Mal gucken, ob er irgendwo aufgelistet ist. Platz 45. Platz 45 erst, okay. Ich nehme Elotrix. Oha. Elotrix HD TD FG auf Platz 6. Krass, das hat er auch noch so viel. Alter, das fickt mich einfach mit den alten Kanälen, ey. Das gibt's doch nicht. Drei Stück? Ja, ne? Ich gehe auf jeden Fall mit Paluten. Ich weiß gar nicht, ob der noch streamt. Ja, eine kurze Zeit. Ich glaube, wenn, dann auf YouTube, oder? Ja, aber ich nehme den trotzdem. Auf Platz 12. Zwei Stück noch. Ja, jetzt wird eng. Jetzt wird eng. Jetzt wird eng. Krass, nee, hätte ich alle gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, regelmäßig streamen und auch aktiv streamen wäre deutlich wichtiger, aber anscheinend nicht so. Ne, wenn du einmal Abos hast, du entfollowst ja nie. Das ist ja wie mit den Abos auf YouTube. Wer drückt auf deabonnieren? Ja, aber ich dachte, du musst über die Zeit halt, ist es wichtiger, Leute also, weißt du? So zu akquirieren. Naja, ich hatte mich, glaube ich, ja schon mit Bram da während der 5 Minuten drüber unterhalten. Die wichtige Zahl ist ja die Live-Zahl, nicht die Follower-Zahl. Also die Follower-Zahl ist halt komplett. Ja, genau. Wobei halt bei YouTube zumindest Werbepartner immer noch denken, okay, ey geil, der hat ja so und so viele Millionen Abonnenten. Okay. Damit kannst du dann wieder darum reingehen, aber. Ich hab noch Sturmi auf der Liste. Nehme ich den? Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt streamt. Auf jeden Fall weiß ich, dass der auf Instagram super groß war. Zombie war mal ein Riesentier. Papa Platte. Ich gehe tatsächlich mit Moondai. Moondai 7. Moondai 7, der ist Daniel, mach mich lange, lange auf Twitch und ist auch dabei auf Platz 26. Wieso habe ich an diese Leute nie gedacht? Scheiße. Einer noch. Ja, der ist safe dabei. Ich nehme Summoners in. Der deutsche League of Legends Stream-Kanal sozusagen. Ja. Platz 10. Rahmen nice. Hat 12 Punkte geholt. Geil! Alter, habt ihr nice. Alle, die den Zuschlag bekommen haben, die Punkte heute geholt. Ey, ich hab noch, das war, glaube ich, das ist ja ein Novum. Das gab's, glaube ich, noch nicht. Ja, Christian Stark, nice. 29, schon ein dickes Ding. Ja, die Frage ist jetzt noch, wie viele Kanäle hat die ESL? Zumindest keinen in den Top 30. Echt? Keinen? Krass. Keinen. Papa Platte ist auf Platz 17, Bram. Ja, ich hätte noch Winicroft. Der ist auch noch gut. Winicraft ist auf Platz 24. Ja, bitte, aber was? Zählt zu den Twitch-Kanälen Deutschlands. Was weiß der nicht? Wohnt doch in Wien? Ja, ich weiß nicht. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist Iblage hätte ich noch. Vielleicht ist es halt dann Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich habe keine Ahnung, ob das so gezählt wird, aber also zählt in dieser Twitch-Matrix. Iblali oder Vic, je nachdem, wie er da heißt. Ja, ist. Macht er nicht nur YouTube? Nicht dabei. Ja, der streamt, der macht sein Content nur aus den Streams heraus. Und der streamt selber auf Twitch, deswegen dachte ich, dass der große. Ah. Ja, nee, der streamt auch nur. Zombie und Sturmwaffel habe ich noch. An Revi habe ich halt gar nicht. Sturmwaffel ist nicht dabei, der ist aber ganz knapp dran vorbeigeschrammt mittlerweile. Der ist auf Platz 34. Und wen hattest du noch? Zombie. Zombie ist auf 38. Okay. Ich guck mal einmal. Hey, pass auf, Platz. Nein, auch nicht dabei. Schlurox. Platz 30 haben wir Petrit. Schlurox. Ah ja. Ist Schlurox. Auf Platz 32. Das ist krass. What? Der hat so viele Views immer, Live-Views. Aber hat nur 249.000 Follower circa. Also, plus minus. Bist du denn, ist es auf Twitch, das weiß ich gar nicht, wenn du jemanden subscribest, bist du automatisch Follower? Boah, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn irgendein Kanal von den Deutschen 209.000 Subs mal hatte, ist das schon gar nicht so schlecht. Naja, also ich habe nur noch, so. Apo Red und Dalukal habe ich natürlich aufgeschrieben. Platz 29 haben wir Basti GAG, Minecrafter, glaube ich. Mhm. LP mit Kev kennt man noch, Platz 28. Ja. League-Streamer, No Way For You. Oh, No Way, ja, hätte man auch noch. Platz 25, Debitor.
Oh, von früher auch noch sein, ne? So ja. Auf Platz 23 kennt man auch sehr aktiv LP Massive. FIFA-Streamer und aktuell auch TFT, glaube ich, am Start. Platz 22 ist Issa. Sagt mir erstaunlicher, also sagt mir jetzt auch nichts. Gar nichts. Ja, Fortnite-Streamer. Wenn ich das so richtig sehe, hauptsächlich. Auf Platz 21 haben wir AmarCODTV. Das ist ein Fortnite-Streamer. Mittlerweile. Ja. Platz 20 haben wir ApoRED. Oh. Den hatte ich. Ha. Den hatte ich nicht. Ja. Platz 19 den Biberboy. Oh ja. Oha. Auf Platz 18 Biber. Trilux. Kann ich tatsächlich. Auf Platz 16 Pain Livestream, also Pain. Platz 15 Flying Uwe. Der LOL. Krass, das wusste ich nicht. Der hat mal gestreamt, ja. Der ist, ist halt der Dunstkreis von Monte so ein bisschen. Ach, guck mal hier, dann ist doch Dings auch dabei, der andere Schreihals. Wie heißt der noch? Inscope. Nee. Nicht? Krass. Nee. Alter, Flying Uwe streamt sogar voll regelmäßig. Vorgestern, ja, ja. Vor 3 Tagen, vor 5 Tagen. Flying Uwe streamt auch öfters mal. Ja? Lol. Meinst du Marcel Scorpion damit? Nee, 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 ich mein schon noch Inscope. Wer anders? Bin ich jetzt nicht unter den Top 50. Keine Ahnung. Auf Platz 13 haben wir Miki. Der kenne ich nicht. Doch, der große, rothaarige Fortnite-Streamer. Kenn ich doch. Auf Platz 9 haben wir Camo LRF. Fortnite scheinbar. Sagt mir auch gar nichts. Weil Fortnite bin ich auch gar nicht mehr drin. Nee. Und noch auch so ein bisschen aus dem Ungedunstkreis raus, glaube ich, kam er. Auf jeden Fall G-Time TV. Kennt man auch noch aus, von Minecraft hauptsächlich. Mhm. Ja, das sind die 30, Top 30 Kanäle Deutschlands in Followerzahl. Krass. Und, doch. Da sind einige bei, also ich kenne eigentlich fast alle, aber hätte sie wahrscheinlich auch nicht genannt, weil es halt echt schwer ist. Auf jeden Fall, Glückwunsch an Christian mit 29 Points. Ja, das ist echt stark. Bram hat auch nochmal 12 gemacht. Das heißt, jeder, der dran war, hat echt Punkte gemacht. Sehr geil. Das war auf jeden Fall wieder eine Folge. Wer bietet mehr? Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein, bis dann und ciao. Tschüss. Tschüss.